haben nicht jede Person in diesem Haus befragt. Und keiner will es gewesen sein. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Naja, wir haben noch nicht jeden befragt. Was meinst du damit? Naja, ich habe hier etwas und ich möchte, dass du ehrlich bist. Ja, zeig schon her. Das ist ein Brief von Zack. An mich. Woher hast du ihn? Bevor du Fragen stellst, bitte, lies ihn einfach. Dann wirst du verstehen, warum ich ihn bei mir behalten habe. Ja, da. Mein lieber Barty, es fällt mir schwer, dich zu schreiben. Und ich weiß nicht recht, wie ich anfangen soll. Ich muss dir gestehen, es ist ja ein furchtbarer Krieg. Ich will mich nicht für das rechtfertigen, was ich getan habe. Jedoch will ich den Versuch wagen, es dir zu erklären. In der Hoffnung, dass du es vielleicht irgendwann verstehst. Gott, würde ich es dir nicht verübeln, wenn du mich nicht länger als deinen Bruder ansehen kannst. Wenn man nichts hat, ist es einfacher, bescheiden zu sein. Das habe ich auf die Harte gemacht. In den letzten Jahren bin ich mehr und mehr an den Spieltisch zu finden. Eine Zeit lang lief alles gut. Doch dann. Dann rutschte ich in die Abhängigkeit und dann in eine Kiste. Nach und nach habe ich mein gesamtes Erbe verloren. Jeder Versuch, aus den Reihen der Spielrunden auszutreten, wurde zunichte geblieben. Ich schuldete zu vielen Menschen zu viel. Auch ruhigen, guten Freunden. Aus Angst und auch mit der Hoffnung, es doch zum Guten wenden zu können, nahm ich mir auf deinen Teil des Erbes. In meiner Schande muss ich gestehen, dass letztlich auch das in den Taschen anderer verschwunden ist. Ich habe dich bestohlen. Das kann ich nicht glücken. Trauriger Demo, dein Bruder Zack. Ich kann es nicht fassen. Weißt du, was das ist? Das ist eine Entschuldigung. Das ist ein Motiv. Mara, das kannst du nicht ernst meinen. Er ist mein Bruder. Ja, gerade deshalb. Er hat es doch geschrieben. Wer nichts hat, dem fällt es leichter, bescheiden zu sein. Das Geld hätte dir egal sein können, aber anscheinend war es das nicht. Mara, ich kann mich nur wiederholen. Er ist mein Bruder. Ich liebe ihn. Er ist der wichtigste Mensch für mich. Ich würde ihm nie auch nur ein Haar krümmen. Und wenn es ein Versehen war? Etwas ist doch passiert. Nein, es ist absolut gar nichts passiert. Etwas muss passiert sein, gib es doch einfach zu. Ich kann nichts zugeben, was ich nicht getan habe. All die Jahre warst du meine Partnerin. Aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass du mich jemals dem Mord an meinem eigenen Bruder beschuldigst. Und was würdest du an meiner Stelle tun? Das kann ich dir sagen. Das war ein Nachttisch meines Bruders. Das ist ein Foto von Zack und meiner Schwester? Ja, ganz genau. Zack und deine Schwester. So, und deswegen wolltest du mir wohl nicht sagen, mit wem sie nach mir zusammen war. Demjenigen, den auch du nicht vor ihr beschützt hättest. Und woher hätte ich wissen sollen, dass das dein Bruder gewesen ist? Meine Schwester hat uns nie einander vorgestellt. Ja, natürlich. Genauso wie du auch nicht wusstest, warum du mit mir auf diese Insel fährst. Das kam dir ja nur gelegen. So konntest du dich für das revanchieren, was er deiner Schwester angetan hat. Nein! Du hast mich eingeladen, hierher zu kommen.
Ja, ich habe dich eingeladen. Eine Einladung kann man auch ablehnen. Und wieso sollte ich die Einladung eines Freundes ausschlagen? Ja genau, wieso etwas ablehnen, was einem gelegen kommt? Ich kann es nicht. Ich werde jetzt gehen. Ha! Ja, Mara, ich kenne dich. Auf Toilette, was? Auf Toilette gehst du immer, wenn dir etwas unangenehm ist. Natürlich ist es mir unangenehm. Lass dir eins gesagt sein. Du wirst diese Insel nicht wieder so verlassen, wie du sie betreten hast. Ich hab's dir doch gleich gesagt. Ist das zu fassen? Mara, meine langjährige Partnerin. Sie hat meinen Bruder ermordet. Und um von sich selbst abzulenken, beschuldigt sie mich, als ob ich so naiv wäre. Verdammt. Es ist doch nicht zu fassen. Barty hat seinen eigenen Bruder aus reiner Habgier und Rache. Wie konnte ich mich so in ihm täuschen? Ich meine, er war doch immer so selbstlos. War das alles nur Teil seiner Fassade? Dass mein Bruder auch so ein Schwein gewesen sein muss. Ich müsste eigentlich ihm die Schuld an dem Ganzen hier geben. Nein, halt. Er ist tot. Mein Bruder ist tot. Konzentrier dich, Bart. Immer nur Geld. Geld verändert Menschen. Geld hat Bart dazu gebracht, das zu tun. Und auch das war es, wie Zack ja geschrieben hat, was ihnen Teufelsküche. Er hat mir nie was gesagt. Nicht ein Wort. Und jetzt? Jetzt ist er fort. Und ich konnte ihm nie sagen, dass ich ihm verzeihe. Warum meine Schwester auch mit Brüdern zusammen gewesen sein muss. Ich meine, das sind Probleme doch vorprogrammiert. Und warum sie mir nichts davon gesagt hat? Ich verstehe nicht, was sie sich damit gedacht hat. Warum denkt Mara, dass ich meinen Bruder umgebracht habe? Will sie mir vielleicht was anhängen? Okay. Naja, ich an ihrer Stelle, ich würde mich wahrscheinlich auch verdächtigen. Das ist doch alles eine hoffnungslose Situation. Als Bart mir diese Insel gezeigt hat, diese Führung, die er gemacht hat, da ging eigentlich alles nur um Zack, sein großer, toller Bruder. Und ganz ehrlich, diese Trauer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das gespürt hat. Ich meine, das war doch echt. Außerdem war er noch nie gut bei verdeckten Operationen. Mara kann es nicht gewesen sein. Ich kenne sie nur schon so lange. Sie wäre nicht der Mensch für sowas. Nein. Nein, das kann nicht sein. Mara hätte es nicht getan. Mara hat es nicht getan. Ich denke nicht, dass Barty es war. Ich meine, sein Bruder mag ihn bestohlen haben, aber Barty könnte ihn dafür nicht hassen. Nein. Und selbst wenn es ein Unfall gewesen ist, dann hätte er sich doch gestellt oder zumindest mir was gesagt. Einfach aus dem Grund, weil er
wenn er mit dieser Schuld nicht hätte leben können. Nein. Nein, er hasst seinen Bruder nicht. Er ist einfach traurig und verletzt. Moment mal. Auf der Rückseite, das ist ein Datum. Was steht da? 23. September 1917. Das Bild ist fast 3 Jahre alt. Das, Moment mal, das bedeutet ja, dass mein Bruder nicht nach mir mit Maras Schwester zusammen war, sondern vor mir. Nein. Das ist der Beweis. Der Beweis zu meiner These. Mara war es nicht. Bin ich erleichtert. Aber wer lässt einen Brief die ganze Zeit auf seinem Schreibtisch liegen, wenn man ihn dann nicht abschickt? Und abgegriffen ist er auch. So. Also. Sie sollten sich echt dafür geschämt haben. Vielleicht war ja auch das der Grund, warum er diese Menschen hierher gerufen hat. Wow. Das ist hart.